Grüß euch, ich bin der Hirs vom Unwetterservice Tirolbayern mit einem Sonderbericht über die Fabienne. Das ist der Sturm, der uns in der Nacht von Sonntag auf Montag, sprich morgen, erreichen wird. Dieser Sturm, der hat es ziemlich in sich, sodass in den Landkreisen Rosenheim, Trauster und Berchtesgadener Land in einer Linie Rosenheim, Kermsee, Trauster, Freilassing, Ohring ungefähr, da haben wir Windgeschwindigkeiten von 110 bis 130 Stundenkilometer in der Nacht, so gegen 2 in der Früh. Wer von euch bei der Feuerwehr unter anderem dabei ist, der soll halt morgen Mittag als Tipp von unserer Seite her sie lieber nochmal hinlegen. Es kann nämlich für die Feuerwehren eine sehr einsatzreiche Nacht werden. Die Gebiete, die jetzt nördlich von der Linie, was ich gerade genannt habe, sind, bei denen wird es nicht ganz so dramatisch. Es kann zwar auch zu Feuerwehreinsätzen kommen, aber da rechnen wir zwischen, also Sturmböen zwischen 80 und 100 Stundenkilometer. Am schlimmsten wird es, wie ich gerade gesagt habe, an der Linie. Ihr sollt jetzt auch nicht unbedingt eure Autos draußen unter Baum oder in der Nähe von Dächern haben. Es können Dachschindeln fliegen, Baum sowieso umfallen, also es kann richtig besser sein. Ein Tipp von meiner Seite her, räumt eure Terrassen, Balkonien oder sonstiges, was draußen rumsteht, habt es lieber vorsichtshalber auf, weil es können richtig gescheit die Fetzen fliegen, so wie es jetzt momentan von den Daten her ausschaut. Was wir auch wissen ist unter anderem, jetzt hat ja das Oktoberfest in Minga angefangen. Auch dort war es ganz gut, wenn ihr euch nicht mehr aufhalten würdet. Auch im Raum München kann es zu ziemlichen Orkanböen kommen. Im Rosenheimer Landkreis, und zwar in der Gemeinde Maxlrein oder Ort Maxlrein, muss ich sagen, da ist momentan ein Mittelalterfest, was wir wissen. Falls ihr mich da seht, möchte ich sagen, die Zelter, schaut die bitte, dass die am Sonntag auf Nacht rechtzeitig noch abbaut, bevor dieses Sturmfeld kommt, weil es können eure Zelte ziemlich gescheit durch die Gegend fliegen. Und da besteht ja ziemlich Lebensgefahr, muss man sagen. Ansonsten geben wir euch morgen nochmal ein genaueres Update darüber, wie es jetzt morgen der aktuelle Stand ist. Heute schaut es momentan so aus, dass es richtig schlimm wird, wie ich gerade gesagt habe, in der Linie. Und wir wollen ja nicht, dass eure Wertsachen kaputt gehen oder irgendjemand sich in Lebensgefahr deswegen begibt. Plant so bitte auch, dass ein Weg auf die Arbeit länger dauert, Montag in der Früh, weil es kann richtig gescheit zur Sache gehen. Ich bin der Hirs vom Unwetterservice Tirolbayern. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Samstag und wir hören uns spätestens morgen wieder. Bis dahin, pfiat euch!